Ihr meint, liebe YouTube-Freunde, heute ist es nicht so wichtig. Es ist ja nur die FDP mit seinen 12% circa Umfragewerten. Dann hört genau zu, weil heute geht es um Freiheit, Selbstbestimmung und wirtschaftliche Unabhängigkeit in einem Deutschland. Ja, in einem Deutschland, nicht in einer globalen Struktur wie dem Weltwirtschaftsforum, dem Great Reset, wie bei meinem letzten Beitrag vor 2 Wochen zu den Grünen, die Great Reset Partei. Und das Argument ist doch sowieso alles Müll, ich kann nichts machen, ich kann nichts ändern. Dazu sage ich, ach ja, wollen wir uns für Freiheit einsetzen oder rumjammern? Fangen wir doch mal an mit der FDP. Die wollen ja regieren. Letztes Mal haben sie die Jamaika-Koalition ausgeschlagen. Da fühlten sie sich nicht wohl. Und jetzt wollen sie regieren. Das sagen sie ganz klar. Können sie regieren? Ich stelle euch sogar die Frage. Rein ganz banalste Mathematik. Vielleicht sind die FDP der Königsmacher. Nicht unbedingt die Grünen. Warum denn? Es gibt 4 Konstellationen, in der die Grünen einen Platz in der Regierung hätten. FDP, CDU, SPD laut Umfragewerten 51%. FDP, Grüne, SPD. Umfragewerte 52%. Vielleicht sogar was ganz Wildes. FDP, Grüne, SPD, Linke. Stand schon mal zur Debatte. 59%. Und wie ist es mit der anderen, wenn die SPD wirklich mal in die Opposition gehen sollte? Das meinen ja einige in der SPD, dass das dringend notwendig ist, um sich zu finden. Dann wäre es FDP, CDU, Grüne mit sage und schreibe 62%. Ohne FDP, CDU, Grüne 51%. Und der zunehmend unwahrscheinliche Fall, weil sich die Linke derzeit etwas pulverisiert und die SPD auch. Die Grüne, SPD, Linke kommen nur auf 46-47%. Das könnte nicht ausreichen. Also es gibt 4 Szenarien, mit der die FDP an die Macht kommen könnte und 1,5, wo sie es nicht würden. Und sind sie vielleicht ein regulierendes Element? Deswegen haben wir uns natürlich das Wahlmanifest zur Bundestagswahl sehr genau angeschaut, wie von allen Parteien. Ach, es fehlt ja noch die CDU. Tja, ein bisschen verschlafen finde ich das, weil das Terrain wirtschaftliche und digitale Kompetenz sowie Stärkung der Freiheitsrechte, ein schlanker, effektiver Staat, das hat jetzt die FDP sehr überzeugend besetzt. Und man könnte sich vorstellen, dass eine Abwanderung von der CDU, SPD, andere Parteien, den Linken, egal, in die FDP, ja, nicht das Schlimmste wäre. Und wir gehen mal in die Zitate aus den Medien, zumindest erstmal zum Wirtschaftsthema. Ihr kennt das Video vor 2 Wochen. Da war die Resonanz der Wirtschaft, der zig Millionen Arbeitgeber und der Solounternehmer und der leitenden Angestellten, der Leistungsträger, die war verheerend auf die Grünen. Was sagt denn das Handelsblatt zu dem Wahlmanifest der FDP? Wirtschaftsverbände loben das Wahlprogramm der FDP. Vor ihrem Parteitag bekommen die Liberalen viel Zuspruch aus der Wirtschaft. BDI nennt das Programm erfreulich, wirtschaftsfreundlich. Welch eine Überraschung. FAZ sagt, FDP will öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschneiden. Tagesschau sagt, den Leuten den Pilotensessel zurückgeben, dafür steht die FDP. Boah, wäre schön, wenn das wieder passiert. Merkur sagt, Sanierungsfall Deutschland? Ja, das kann passieren. Wir sind auf dem besten Weg zum Sanierungsfall. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Und die FDP fixiert ein Bundestagswahlprogramm, das beinhaltet eine Bundestagsverkleinerung. Weniger Administration. Sehr erfreulich. Thema, sind Themen, die mir sehr nahe liegen. Die halte ich für persönlich für wichtig, nur meine Meinung. FDP will zusätzlich 1% der Mehrwertsteuereinnahme in Bildung investieren. Oh, wunderbar. Wie wär's denn mal mit digitaler Intelligenz an unseren Schulen? Die ist ja so aufgeflogen durch die Corona-Krise. Wie ist denn das Ziel Bildungsweltmeister und zumindest Bildungseuropameister? Wir sind da echt im Mittelfeld, bestenfalls. So, Kernaussagen, die lese ich jetzt vor, damit ihr den Tenor dieses Parteiprogramms mitbekommt. Und das ist eine krasse, eindeutige Ansage an die große Koalition, was wir da alles verbockt haben und dass es auch besser geht. Viele haben dem Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben könne, in dem wir gut und gerne leben, ohne dass wir etwas verändern müssen. Heute wissen wir, das war falsch. Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat, statt schlank und stark. Und das hat die Pandemie gezeigt.
Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sich unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. Hochqualifizierte Beamten haben Listen abgetippt, statt mit Hilfe moderner digitaler Technologien effektiv Infektionsketten nachzuverfolgen. Während andere Staaten per SMS zu Impfungen einladen, haben wir Impftermine per Brief vergeben. Statt schützende Masken schnell und pragmatisch an schutzbedürftige Menschen zu schicken, drucken wir aufwendige Bezugsscheine, versenden sie per Post und nötigen gefährdete Menschen dazu, die Masken in belebten Innenstädten abzuholen. Bisschen crazy. Wir haben uns in der Krise an die Basistechnologie Papier geklammert, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Machen wir Modernisierung zum Pflichtprogramm. Wir setzen auf die Kraft der sozialen Marktwirtschaft und wirtschaftliche Prosperität, also Wohlstand, als Gegenmodell zum dirigistischen Staat. Das ist für mich die Great Reset Partei, die Grünen. Der Staat, der sich im Klein-Klein verzettelt und sich als Erziehungsberechtigter der Bürgerinnen und Bürger aufführt. Also ständig Anmaßung, ständig, was wir alles tun sollen, nicht tun sollen. Freie Demokraten setzen auf Freiheit, Rechtsstaat und Bürgerrechte, die auch in Krisenzeiten zu gelten haben und nicht als Privilegien abgetan werden dürfen, die nach uns nach Belieben zugeteilt oder vorenthalten werden können. Werden wir Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit statt bei Steuern und Abgaben? Oh, Ansage, fangen wir doch mal an mit den positiven Elementen. Natürlich gibt es bei jeder aus meiner Sicht auch negative Elemente. Bildung, 2,5 Milliarden Investment, 1% der Mehrwertsteuer. Da beschäftigt man sich immerhin auf fetten 7 Seiten. Übrigens ist dieses Manifest sehr leserlich. Es ist nur halb so lang grob wie das der Grünen und sehr leicht verständlich. Man will das Schulfach Wirtschaft und Informatik dazufügen. Natürlich, vielleicht sogar Psychologie, Politik und Philosophie. Aber Wirtschaft und Informatik muss rein. Dann sind wir wirklich im 20. Jahrhundert verankert. Weltbeste Lehrkräfte. Digitalpakt 2.0. Die reden von Learning Analytics. Das bedeutet nichts anderes als moderne Lernmethoden fördern und einsetzen. Wie in den Ländern, die weit vor uns liegen auf den PISA-Studien. Ja, Heim- und Pflegekinder bei Ausbildung unterstützen, Berufsangebot und Beratung in Jugendpflegeheimen erweitern. Yes, helft denen es nicht gut geht, die nicht mit dem silbernen Löffel im Mund aufgewachsen sind. Heim- und Pflegekinder müssen selbstständig verdientes Geld behalten. Natürlich, wie kann man das anders haben? Gründung einer European Digital University, also die Gründung einer europäisch digitalen Universität. Digitale Lehrformate sollen Menschen in ganz Europa Zugang zu den besten Lehrangeboten ermöglichen. Good stuff. Staatsmodernisierung. 5 Seiten, Seiten 19 bis 24. Das Wort Reform kommt derartig oft vor. Man redet hier von einem unkomplizierten Staat. Die Behörden sollen One-Stop-Shops werden. Ich meine, dass man zu 7 Behörden gehen muss, um herauszufinden, wo man überhaupt was bekommt. One-Stop-Shop, eine Behörde, alle Abläufe. Geht. Das ist nämlich eine digitale Transformation auf Landes-, Kommune- und Bundesebene. Natürlich virtuelle Verwaltung, das geht alles. Ein Antrag einer modernen Arbeitswelt. Man sollte dadurch auch Selbstständigkeit fördern. Ja, warum brauchen wir 21 Amtsgänge, um eine Firma zu gründen und in Bewegung zu bringen, wenn die Amis 3 brauchen? Das ist ein riesiger Konkurrenznachteil. Die Selbstständigkeit natürlich fördern, das Gesundheitswesen auch digitalisieren. Und die digitale Verwaltung, das ist ein Dienstleister. Mindestens die Hälfte der Jobs können digital besser bearbeitet werden. Und das ist eine Sache, die alle tangiert, die sich kritisch im Internet äußern. Ganz wichtiger Punkt, FET, Presse- und Meinungsfreiheit schützen. Diesbezüglich, weil ich mich zu sehr brisanten Themen kaum noch direkt äußere, 4 Links, von François, da steht drauf, 57 Wissenschaftler, Mediziner, verlangen sofortige Stopp der Impfungen, sofortigen Stopp. Fox News, auch ein Beitrag im ähnlichen Sinn. Da wird die Impfschäden werden in Amerika auf Basis der Daten der US-Regierung analysiert und kommentiert. Und auch bei uns auf Russia Today, impfen bis der Arzt kommt, Paul Ehrlich Institut meldet hunderte Todesfälle. Interessant.
Für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich fand solche Beiträge nicht repliziert, also in den deutschen Mainstream-Medien. Aber wir haben ja ein internationales Analystenteam, wir sprechen 7 Sprachen in der Gruppierung, nee, sind 8. Und dann können wir das auch in den Auslandsmedien abgrasen und ihr könnt das ganz leicht übersetzen, diese Sachen auf YouTube. So, Schutz Privatsphäre. Wow, wir hatten ja dieses Spionagegesetz, dass man alle Social Medien Abläufe durch kompetente Behörden durchforsten, auschecken lassen kann. Das ist ja in Deutschland, in der EU durch. Aber FDP sagt, Recht auf Verschlüsselung, Bargeld erhalten und Kryptowährungen fördern. Hey, das ist ja eine Währungskonkurrenz zu unserem schwachmatischen Euro. Öffentlicher Rundfunk reformieren. Ja, ich finde es auch nicht gut, wenn der öffentliche Rundfunk sich mehrfach super positiv zu einer Kanzlerkandidatin äußert, in dem Fall Frau Baerbock. Wirkt nicht unparteiisch für mich und objektiv. Setzt sich ein für eine tolerante und weltoffene Gesellschaft. Kein Rassismus, kein Sexismus und so weiter. Und keine Totalüberwachung mittels Online-Durchsuchung und Quellen TKÜ. Ja, auch beim Infektionsschutzgesetz hat man auch eine deutliche Kritik seitens der FDP vernommen. Und auch bei der Aushöhlung der föderalen Struktur Deutschlands, also dass immer mehr Macht in Berlin konzentriert wird und immer weniger in den Ländern, das wurde auch arg kritisiert. Also ich finde Kritik gut. Im Klima-Umweltbereich, da war die FDP früher überhaupt nicht aufgestellt. Da kann man wirklich nachsagen, dass sie nicht so weit von den Grünen entfernt sind, internationale Maßnahmen, Anrecht und Klimaschutz effizient umsetzen. Klar, es geht um Effizienz, Effektivität bei der FDP. Es geht aber auch um bezahlbare Energie. Mit den höchsten Stromkosten der Welt sind wir auch in der Industrie nicht so konkurrenzfähig und privat ist unser verfügbares Einkommen extrem belastet, Tendenz steigend. Man spricht sich hier für eine digitale Energiewende aus, pragmatische, nicht dogmatische Umweltstrategie. Und dann sieht man auch nicht so, sagen wir mal, adventuristische oder abenteuerliche Maßnahmen wie das 130-Kilometer-Limit auf der Autobahn, was kaum einen Effekt hat, oder eine Hundepupssteuer. Ich möchte keine Hundepupssteuer für unseren Hund zahlen. Jetzt gehen wir in die EU-Außenpolitik und die Einwanderungsthematik. Da will man die EU und die NATO stärken. Naja gut, die NATO expandiert seit Gorbatschow über alle Maße hinaus. Ich weiß nicht, ob ich dafür bin. Man will die USA-Verbindungen stärken, möchte eine europäische Armee haben. Wow, das ist sehr Bilderberg, das ist sehr Atlantic, das ist sehr irgendwie auch WEF-mäßig. Modernisierung der Bundeswehr, ja, wir kommen noch drauf. Russland-Sanktionen, genau wie die Grünen. Taiwan, Hongkong unterstützen sicherlich. Eine gute Idee. Keine klare Ansage zu Nord Stream 2, da die wollen ja die Grünen verbieten, also die Energieunabhängigkeit Deutschlands untermauern. Und sie reden über eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Sie haben einen interessanten Satz hier. Flucht und Einwanderung unterscheiden. Wohnen. Das hätte ich mir vor 20 Jahren kaum vorstellen können von der FDP. FDP wird menschlicher. Mehr bauen, also nicht wie die Grünen, einfach schaffen, enteignen, Mietbarometer und so weiter, Mietlimite einführen, die ja überhaupt ökonomisch überhaupt keinen Sinn ergeben. Freibetrag Grunderwerbsteuer, gut. Wer nicht viel Geld hat, warum soll der noch eine hohe Grunderwerbsteuer kaufen? Der ist froh, wenn er irgendwas kaufen kann. Echten Zugang zu günstigen Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen. Yes, double love like. Altersvorsorge, Depot ohne obligatorischen Versicherungsmantel. Das heißt nichts anderes als das 401k-Modell aus den USA. Da kann jeder Steuerzahler entscheiden. Das ist auch extrem steuergeschützt. Es gibt viele Alternativen, wie er damit umgehen kann. Also steuergeschützt bis zur Rente, bis man sich das auszahlen lässt. Ein Riesenerfolg. Schön, dass die FDP über den großen Teich schaut, sich hier was abschaut, was bestens funktioniert. Schuldenbremse 2.0 für Sozialversicherungen und natürlich für die Älteren. Förderprogramme für Wohnheime. Also richtig, richtig logisch aus meiner Sicht. Weniger Staat, weniger Fremdbestimmung, mehr Dynamik. Ich habe immer gesagt, wir haben solche Reserven in unserem schlecht geführten Staatsapparat, dass wenn wir die frei machen, wir eine unvorstellbare Dynamik entwickeln können. Hier steht verbatim, einen Entfesselungspakt für die deutsche Wirtschaft, in dem Maßnahmen zur Bürokratieentlastung gebündelt und vorangetrieben werden. Yes. Stetig wachsender Bürokratie-Dschungel.
Also da gibt es einen Ansatz, das heißt Bürokratieentlastungsgesetz 4, Strategie 5.0. Was mir sehr gut gefällt, das macht super Sinn, dass uns das Weltwirtschaftsforum bestätigen, aber sie erwähnen das immer im Zusammenhang mit den armen Bürgern ohne Jobs und Grundeinkommen danach, aber man kann es und muss es im Staat einsetzen. Schlankere Vergabe, Register und Informationsbestimmungen. Und jetzt, was sehr interessant ist, finde ich toll, für jede neue Belastung sollen im doppelten Umfang Belastungen abgebaut werden. Das heißt dann im Englischen One in, Two out, auch auf europäischer Ebene. Ziemlich innovativ sowas. Und jetzt überraschend, davon liest man zu wenig bei den Grünen, das ist auch die Great Reset Partei aus meiner Sicht, eine wirksame Regulierung von Gatekeeper-Unternehmen. Wirksame Kontrolle Großunternehmen der Digitalwirtschaft schaffen, die Zugänge zum Internet kontrollieren. Solche Gatekeeper-Unternehmen, ich tue mal Klammer auf, Klammer zu, das ist von denen Amazon, Facebook, Google und andere, müssen einer speziellen Regulierung unterworfen werden. Zitat zu, ich finde, unsere deutschen, europäischen Unternehmen brauchen faire Marktbedingungen, fairen Marktzugang. Nicht Winner takes all in dem Fall. Und hier spricht man auch von einer Beteiligungsbremse für den Staat, einen Anteil an Post und Telekom verkaufen. Verstehe ich natürlich. Wie ist es mit der Deutschen Bahn? Wie ist es denn mit TUI? Da wird man demnächst beteiligt sein. Lufthansa, Commerzbank, da ist man beteiligt. Macht das Sinn, dass der Staat in der Wirtschaft beteiligt ist? Als würden die Deutsche Bahn richtig geil managen? Und jetzt, was euch alle betrifft, oder diejenigen, die 46 Millionen Deutsche von 83 Millionen, die Steuern zahlen. Hier geht es ganz klar um Entlastung und faire Steuern. Man will die Abgabenquote unter 40% der Wirtschaftsleistung senken und nicht so wie die Grünen das anstreben, Richtung 60% zu gehen. Man möchte eine einfache Steuererklärung mit einfachen Steuergesetzen. Yes, super Idee. Wie kann man denn die Renten doppelt besteuern? Die Renten wurden vor 15, 16 Jahren mit 60% besteuert, jetzt wird 100% der Rente demnächst besteuert. Das ist doch mies. Also wir zahlen richtig die höchsten Abgaben der Welt und dann kriegen wir die Rente, wird die auch nochmal besteuert. Take it easy, Mann, liebe Regierenden. Höchstens 50% Sozialausgaben im Bundeshaushalt, ja. Gründungszuschuss in allen Lebenslagen, das macht Sinn. 27% der Startup-Unternehmer, wurden 2000 Startup-Unternehmen gefragt, finden das Programm der FDP gut. Und einen transparenten Steuerwettbewerb in der EU. Nicht das Abschaffen, Homogenisierung, dass jedes Land Europa denselben Steuersatz hat. Spitzensteuersatz auf eine Summe, die erst mit 7.500 Euro im Monat beginnt, anheben. Ja, aktuell liegen wir beim 1,4-fachen vom Durchschnittslohn in Deutschland. Da fängt schon der Spitzensteuersatz an. Schaut mal zurück, da ging es auch nicht ganz so schlecht. 1965 fing der Spitzensteuersatz bei dem 18-fachen des Durchschnittseinkommens an. Wir sind ja, der Spitzensteuersatz wird praktisch am ganzen Nähe vom Durchschnittseinkommen erhoben. Das macht keinen Sinn, um Vermögen aufzubauen, Rente zu sichern, wirtschaftlich unabhängig zu werden, freier zu werden. Gestaltungsfreiheit, fast unmöglich mit solchen Steuersätzen. Dann ist jetzt eine Sache, die FDP sicherlich nicht gemacht hätte, vor vielen Jahren, einigen Jahrzehnten, höhere Freibeträge für Familien und Alleinerziehende, bingo, höhere Freibeträge für niedrige und mittlere Einkommen, yes, welche Überraschung. Ja, ein Kinder- und Auszubildenden-Freibetrag erhöht, gut, Bildung ist teuer. Höhere steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten, gesetzlichen Unterhaltsleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen, yes. Fazit, es ist nicht immer alles so gut, wie es scheinen mag. Meine Kritikpunkte sind, woher kommt die Kohle, um das 2 Billionen plus Corona-Loch auf kommunaler Landes- und Bundesebene zu stopfen und andere aufgelaufene Defizite, Off-Balance-Sheet-Defizite in der Regierung. Durch Effizienz, Effektivität, Reformen, Vereinfachung, wenige Zahlen nochmal. Tja, Leute, wir sind mit 274.000 Verordnungen und einem Kostenapparat von 705 Milliarden pro Jahr wirklich Weltmarktführer bei diesen Verordnungskosten. Und damit ihr die Zahl mal schön relativiert, das sind 15.300 pro deutschen Steuerzahler. Mächtige Zahlen, da ist extrem viel zu holen. Aber Schluss doch endlich, das sagt die Partei also indirekt, nicht ganz so klar, wie ich das jetzt sage. Schluss mit der Weltmeisterschaft, Champion,
Nummer eins bei den höchsten Steuerabgaben, Nummer eins bei den höchsten Stromkosten, Nummer eins bei den höchsten Verordnungen. Was gefällt mir wirklich nicht so ganz, weil ich bin ein Freund von Neutralität und Optimierung. Das Manifest ist sehr USA-lastig, es ist sehr NATO-lastig und wir haben diese europäische Armee. Das Feindbild Russland wird bestätigt, das teile ich nicht so ganz. Ich habe es fast 1,5 Jahre für Russia Today und Russia in Deutsch, RT Deutsch gearbeitet. Wurde nicht einmal zensiert. Da waren auch Sachen, die nicht so richtig gefallen haben. Ich wurde nie zensiert. Restrukturierung, Sanierung, aber nicht nur die Modernisierung des Verteidigungsministeriums, sowie des Beschaffungsamts. Da sind locker 10 Milliarden, 12 Milliarden im Jahr zu holen. Und es würde uns dann gar nichts fehlen, die Bundeswehr wäre wesentlich effizienter. Was mir auch nicht gefallen hat, ist die Enthaltung zum Thema höhere Haftstrafen bei Pädophilietätern. Da haben die Grünen natürlich und die Linken haben mich etwas überrascht, auch sich enthalten. Es gab keine Aussage zur Energieunabhängigkeit, also das bedeutet für mich Nord Stream 2 erstmal primär. Aber die FDP ist nicht mehr das Konstrukt, was ich kannte, durch meinen Dudes-Freund Guido Westerwelle, Otto Graf Lambsdorff, den meine Eltern gut kannten. Mein Onkel, den ich auch miterleben konnte, Genscher, den ich an seinem 80. Geburtstag erleben durfte. Das war mal primär eine Unternehmerpartei. Die hatte auf Lobby- und Ebene Interessenkonflikte, ja. Ihr wurde auch vorgeworfen, dass sie sich die Ämter zuschieben, zuschanzen. Sie galt als elitär und das Kernthema geringere Steuern für sehr gut Verdienende. Die neue FDP wirkt auf mich, wenn ich mir das sehr genau durchlese, und ich habe auch gute Quellen in der FDP, dass das keine Show zu sein scheint. Unter Lindner, Kubicki und Co. Die sprechen, also es ist eine Reformpartei, ist eher eine dynamische Mitte, die manchmal nach links schwenkt und manchmal nach rechts. Und aber eins hat sie im Kern, das ist liberal, das ist Freiheit und Grundrechte, das ist immer noch so der Fall. Sie nennt Deutschland einen Sanierungsfall. Richtig, wir sind auf dem allerbesten Weg, ein Sanierungsfall zu werden. Wir müssen das echt umdrehen, wenn wir konkurrenzfähig sein wollen in der modernen Welt. Die Umweltkonzepte sind wenig dogmatisch, wirken auf mich eher praktisch. Man spricht hier aber auch von der Legalisierung von Cannabis. Ich rauche nicht mehr. Man ist pro Kryptowährung. Ja, man redet hier tatsächlich über Währungskonkurrenz zu unserem Euro. Wow, interessant, sehr liberal. Man spricht ganz klar über Reform, Strukturierung, Sanierung. Man spricht von einem schlanken Staat. Das habe ich definitiv bei keiner Partei so deutlich lesen können. Wirtschaftsanteil des Staates unter 40% zu drücken, das hatte ich schon gesagt. Verfassungsrechte sichern, mehr Freiheit, nicht weniger Freiheit. Und das sieht man auch bei der Kritik der FDP in der Opposition, ist das deutlich erkennbar, das ist nicht nur Gelalle. Und im Fazit muss ich jetzt mal sagen, mein Onkel hatte sogar seine Doktorarbeit über die FDP geschrieben, da hatte ich mich oft mit ihm unterhalten. Also mein Kenntnisstand ist jetzt 4,5 mindestens Jahrzehnte. Die Partei ist für mich humaner, menschlicher, toleranter, interessanter geworden und sie ist definitiv breiter aufgestellt. Sie hat ihre Oppositionsqualitäten gezeigt und sie hat den Unfug der Großen Koalition bloßgestellt und nicht gekauft. Deswegen finde ich den Beitrag wichtig. Dieses Wahlmanifest hat Lichtblicke. Es könnte kaum anders sein, noch extremer anders sein als das von den Grünen. Aber sie haben eine Schmidt-Menge definitiv in der Umweltpolitik. Aber was die Staatsaufgabe betrifft, da sagen die einen, die Grünen, viel mehr Staat und die anderen sagen, mehr Freiheit, viel schlankerer Staat. Ich freue mich schon auf den nächsten Politbeitrag in 2 Wochen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Auf jeden Fall ist das für mich ein gewisser Lichtblick mit einigen Schattenseiten. Macht euch eure eigene Meinung, lest das Zeug selber und viel Erfolg. Viel Erfüllung und ich sag mal viel Spaß bei der Bundestagswahl im September und tschüss.